Dass das bei einem Sturm oder Orkan nicht passiert, müssen die Freileitungstrassen regelmäßig kontrolliert und vor allem auch ausgeschnitten werden. Wichtig ist, dass keine Äste über die Leitungen wachsen, die dann im Winter durch die Schneebelastung in die Freileitung hängen oder fallen. Das Ausschneiden der Trassen findet je nach Gebiet regelmäßig statt. Wir haben eine Freileitungstrasse, die durch ein Waldgebiet führt. Und links und rechts müssen diese Waldschneisen dann mit 6 Meter freigeschnitten werden. Wir haben dann eine durchgehende Trasse mit 12 Meter und die soll mit dieser Säge bis an die Baumkronen freigeschnitten werden. Ja, die Säge wurde eigens gebaut für diese Sachen. Die Fliegerei ist eine spezielle Fliegerei. Es ist ein bisschen anders als der normale Transport. Es ist nicht unbedingt präzise, aber halt ein bisschen mehr Konzentration braucht es. Es ist einfach vom Fliegerischen ein bisschen anspruchsvoller und anstrengender und dadurch sind wir ja limitiert mit der Flugzeit, als wäre die normale Fliegerei. Also es ist recht ruppelig, er ist voll konzentriert unten, dass er die Säge im Griff hat, dass er nicht zur Leitung kommt und deshalb schwankt der Hubschrauber so, dass der nicht schlecht wird. Also einen letzten Morgen soll es nicht haben. Trotz aller Herausforderungen ist das gesamte Team bemüht, einen sicheren Job zu liefern. Mit einem normalen Helikoptereinsatz ist das allerdings nicht vergleichbar. Nein, man hat hin und wieder, dass die Säge einmal in einem dicken Austhänger bleibt. Das hat man schon und dann muss man es halt abstellen und schauen, dass man es wieder mit der Technik rausbringt. Aber ansonsten haben wir das gut gemacht. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, finden diese Arbeiten regelmäßig im Bundesland Salzburg statt.